So, dann geht's mal weiter hier bei Mutant City, The Fall oder andersrum. Ja, ihr wisst noch, wir haben letztes Mal einen geilen Keilriemen hier im Geheimversteck gefunden. Super. Ja, ich habe auch immer einen Keilriemen in meinem Safe zu Hause. Gut, gehen wir mal wieder hier raus. Mhm, hier sind wir. Da haben wir die Leiter weggenommen. Ob wir da hoch nochmal müssen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, aber ich weiß, was ich mit dem Keilriemen zu tun habe. Dazu gehen wir zur Brücke zurück. Wo war denn das? Das war in der Fabrik, genau. So, Keilriemen. Defekte Sicherung. Mal ganz weiß ich natürlich nicht, was der Keilriemen soll. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Gut, das Müllhörnchen beseitigen. Nein, ich hab's versprochen. Ich hab's euch versprochen. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ne? Kennt ihr bestimmt noch aus eurer Kindheit. Oder der Film Versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger. Dieser Weihnachtsfilm, der so grottig war. Arnold Schwarzenegger in Komödien bringt's einfach nicht, finde ich. Actionfilme, geil. Terminator 1, 2. Aha, wen haben wir denn da? Lester. Gute Terminator, später mehr. Oh, was will denn der jetzt hier? Und zwei seiner Gasmasken-Gorillas hat er auch dabei. Du und Miss Stern können es gleich in der Hölle weiter miteinander treiben. Tötet sie! Oh. Hallo? Sterben wir jetzt? Die Mistschweine schießen scharf. Hier oben sollten wir aber erst einmal sicher sein. Ui, gut. Der kommt uns natürlich jetzt in die Quere. Schön, schön, schön. Spielt jetzt seine Rache aus, da wir... Nee, der hat ja selbst sein Zuhause zerstört, der Idiot. Was will er denn jetzt noch von uns? Haben wir noch irgendwas, was der braucht? Nee. Sinnlose Gewalt, sag ich mal, in einem Videospiel. Das geht so nicht. Ach, hier ist eh alles sinnlos. Gut, was können wir denn... Sind wir getroffen? Oh, ich dachte schon, wir wären eben getroffen worden. Huiuiui, das sind nur wieder diese Magenschmerzen, diese verdammte Krankheit. Ja, duck dich nur weg. Mach das doch so, sie bleibt die ganze Zeit geduckt. Ja, was sollen wir denn hier oben jetzt machen? Kommen wir runter? Wird schwierig. Die Kugeln fliegen ganz schön tief. Verdammt, bleib bloß in Deckung. Ja, bleib bloß in Deckung. Wir stehen hier ganz aufrecht, okay. Was soll's, wenn wir getroffen werden? Egal, wir sind aus Metall und es prallt an uns nur so ab. Wir sind ein Terminator, genau. Da wären wir wieder beim Thema von vorhin. Ich glaube, wir müssen mit den Benzinfässern was machen. Muss ich unbedingt mitnehmen, wenn ich diese ranzige Stadt jemals lebend verlassen sollte? Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich denke, die müssen wir... Können wir die irgendwie lose machen? Nichts zu machen. Da war doch Allison. Drahtseil, hier. Der Draht ist zu dick. Ich muss was anderes benutzen. Okay, okay. Hier, unsere andere Allzweckwaffe. Das wertvolle Benzin. Ja, schade drum. Alles Gute kommt von oben. Verdammt nochmal, du Hurensohn! Du hast ihn erwischt. Benzin, Scheiße! Hier ist überall Benzin! Okay, wir haben ihn erwischt und trotzdem quasseln die da unten noch. Verdammt. Na gut. Schau mal nach unten. Ziemliches Durcheinander. Aus den Fässern ist was ausgelaufen. Riecht wie Benzin. Okay, ja. Schon ein genauer Hinweis, was wir machen sollen. Und... Klappt nicht. Was? Kann nicht funktionieren. Wieso? Feuerzeug an, runterschmeißen, Kapeng, Explosion, 1000 Tote, nein. Hoffentlich nur die drei da unten. Zahnräder? Zahnräder, ja. Vielleicht so. Tatsache. Zünd mir mal die Mulbinde an. Und runter damit. Burn, baby, burn. Burn, motherfucker. Burn, burn. Oh Gott, er brennt.
Er verbrennt! Scheiße! Ja, da lebt noch jemand, oder was? Nur noch Lester übrig. Jetzt wird abgerechnet. Genau, jetzt geht's nach unten. Mann gegen Mann. Nein, das wäre Selbstmord. Wieso? Ich wollte Mann gegen Mann machen, aber nein. Funktioniert so wohl nicht. Allison? Was siehst du mich so an? Ja, du... Ja, bist in der schönen... Du bist gerade in einer schönen Position, ne, Mädel? Aber wir sind in Gefahr. Wir können uns jetzt nicht entspannen. Was haben wir denn hier? Die defekte Sicherung, Bedienungseinheit und die Zahnräder. Okay. Hier war wohl mal ein Keilriemen befestigt. Ja, und den haben wir jetzt. Das heißt, einmal unseren wertvollen Schatz müssen wir abgeben. Jetzt sollte der Kran wieder gehen. Genau. Aber bedienen können wir... Damit kontrolliert man den Kran. Sieht kaputt aus. Ja, das war mir klar, die defekte Sicherung. Da gehört eine Sicherung rein. Zur Not tut's aber auch ein Stück Metall. Muss nur reinpassen. Okay, hier haben wir zum Beispiel auch noch eine Defekt... Was wollen wir denn mit zwei defekten Sicherungen? Die können wir jetzt auch nicht auswechseln. Nützt nichts. Ja. Die Sicherung ist kaputt. Ist klar. Zur Not tut's auch ein Stück Metall. Was haben wir denn noch aus Metall? Hier. Müllhörnchenfalle. Geht nicht. Na toll. Klappt nicht. Nee, kann man nicht kombinieren. Und runter können wir auch nicht mehr. Nein, das wäre Selbstmord. Ja, irgendwas im Inventar müssen wir auf jeden Fall haben, was wir benutzen können. Oder es ist ein Bug. Kann natürlich bei so einem Spiel auch sein. Man weiß es nicht. Ist auch noch aus Metall. Nichts zu machen. Was ist hier? Kann nicht funktionieren. Ja, nichts zu machen, kann nicht funktionieren. Lass dir doch mal was anderes einfallen. Du bist doch sonst immer so... Ach, scheiß drauf. Ich muss was... So redegewandt, in Anführungszeichen. Ja. Hier? Die Feder kann noch nützlich werden. Ja, ich wusste es. Wir zerlegen es. Und jetzt klappt's, oder? Das sollte die Sicherung ersetzen. Yes. Aber was machen wir hier mit der defekten Sicherung? Was brauchen wir die überhaupt? Geht nicht. Keine Ahnung. Können wir denn das jetzt bedienen? Jetzt sollte man wieder Kontrolle über den Kran haben. Ja, aber wie? Wo und warum? Weshalb? Wir müssen den doch bedienen können. Nein, das wäre Selbstmord. Ach hier, wir haben... Ja, der Kranschlüssel ist natürlich klar. Der Schlüssel passt perfekt. Na also... Es kann losgehen. Jetzt bist du dran. Was wollen wir denn machen? Wollen wir den kranen oder was? Nicht so weit nach vorn. Vorsicht! Nicht so schnell! Ich glaube, du bewegst das hier. Oder? Da! Der Magnet ist direkt über dem Container. Nimm ihn auf. Irgendwas tut er auf jeden Fall. Ja, du hast ihn. Und jetzt ein Stück zurück. Oh. Ja, die nervt, die Alte. Noch ein Stück. Heb ihn an, gleich hast du's. Hör endlich auf zu nerven. Genau, wieso haben wir die nur befreit? Schmor in der Hölle, du Bastard. Ja, das war's anscheinend. Lester ist auch tot. Die Luft ist rein. Aber sie stinkt nach verbranntem... Fleisch, verbranntem Fleisch, wolltest du sagen. Ja, Kannibalen hätten jetzt ihr Fest da unten. Ihren Festtagsschmaus und wir fahren jetzt mal runter. Abwärts. Ja, haben wir schönes Chaos angerichtet. Schick. Hier die toten Söldner. Und hier der tote Lester. Der ist weg vom Fenster. Alles weg vom Fenster. Verkohlte ja, lecker. Knusprig geröstet und gut durch. Ja, genau. Mir wird schlecht. Wieso hier? Mutanten könnten auch Kannibalen sein. Hier, wisst ihr mal. Eine leckere Lende, oder? Ja. Ein gerösteter Finger. Njam, 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 njam. Bestes. Gut, hier haben wir noch den Lester. Hat bekommen, was er verdient hat.
Genau. Jetzt ist er tot. Wenn man den wirklich so ausspricht, wie er da steht, ich weiß es ja nicht. Leicester. Der hieß dann Leicester. Oder? Heißt er vielleicht sogar Leicester? Ach komm, Lester, Leicester, Lanchester, Jamie Lannister, ist doch scheißegal. Ist alles das Gleiche. Aber der Abfluss war vorher nicht da. Eine Tinte. Irgendein Metallding drin. Ein Datenstick. Das muss das Beweisstück sein, das die Rebellengruppe beschafft hat. Wir waren kurz davor, den Propheten zu stürzen und jetzt... Und was jetzt? Was soll ich mit dem Ding? Wir müssen dafür sorgen, dass das die ganze Stadt zu sehen bekommt. Das wird ja immer schöner. Was ist denn drauf? Weiß ich nicht, aber diese Leute hier haben dafür ihr Leben gelassen und das werden sicher nicht die Letzten sein. Wir müssen den Propheten aufhalten. Genau, halten wir den Propheten auf. Und wir haben ja so eine Art USB-Stick. Hoffentlich ist da nicht nur die letzte Hetzrede vom Propheten drauf. Werden wir sehen. Wie zeigen wir es der gesamten Stadt? Da gab es doch dieses Videoübertragungsding. Also diesen Gemeinschaftsraum. Ich denke, da müssen wir jetzt hin. Gerade ist die Performance wieder ein wenig schlechter. Ich habe das Gefühl, es ruckelt ein wenig. Jetzt nicht mehr. Okay, gut. Manchmal ist das Spiel wirklich zum Hängen. Da läuft eine Show gerade ab. Ich mach nichts. Nö. Verräter, Rebelle, spucke ich die Namen aus. Leck mich. Wer gehört noch zu der Gruppe? Wo hat sich die kleine Schlampe versteckt? Verdammt, was ist da los? Dallen! Oh nein! Du Wurm. Sie kommen raus, schnell weg! Du elender Wurm! Und jetzt? Verflucht! Wie sollen wir jetzt die kleine Hure ausfindig machen? Er hatte es nicht anders verdient. Natürlich nicht, du Idiot! Aber er sollte krepieren, nachdem er uns gesagt hat, was er weiß. Woher willst du wissen, dass er was wusste? Wenn du nicht sofort dein dummes Maul hältst. Ja, ich glaube, das war's mit Dallen. Die haben den umgebracht. Guide? Ne, gucken wir nicht rein. Was steht Verflucht. Hier? Verflucht! Kann ich lesen. Ja, aber die. Leaving the city after 10 p.m. is so ein strictly prohibited oder so ähnlich. Ja, das heißt, dass ab 10 Uhr es verboten ist, einmal mit die Profis Stadt arbeiten. Zu verlassen. Gut. Mit den Reden, ja. Mit einer Kommunikation. Verdammte ja, Scheiße! Mach mal. Scheißkerl muss ich loswerden. Ja, abstechen bringt wahrscheinlich wieder nichts. Zu riskant in meinem Zustand. Er hat die größere Waffe. Ja, die zwei zusammen haben die viel größere Waffe. Mhm, die haben auch den größeren, wie du, wahrscheinlich, als du. Gut, müssen wir wieder auf Allison zurückgreifen. Hoffe, was sollen wir denn machen? Du kannst dich nützlich machen, Allison. Red doch nicht so laut. Kannst du nicht einfach deine Klappe halten? Erspar mir deine Klugscheißerei. Und kannst du nicht einfach etwas weniger grob sein? Soll ich die Wache nochmal ablenken? Ja. Und wieder das arme, einsame Mädchen spielen? Nein. Ja, nein. Sondern? Liefer dich aus. Ich erledige den Rest. Welcher Teufel reitet dich denn jetzt, alter Mann? Mach schon, ich werde dich nicht in der Scheiße sitzen lassen. Warum gehst du nicht selbst? Weil ich dann so tot wäre wie Dallens. Also gut, was habe ich zu verlieren? Na, ob man uns vertrauen kann? Jungs. Schätze, ich habe keine andere Wahl, als mich euch zu stellen. Na, sieh an, da ist ja die Hure. Der Prophet wird sich bestimmt freuen, dich wiederzusehen. Und eine satte Belohnung ist für uns bestimmt auch mit drin. Los, mitkommen! Schon gut. Keine Umstände, ich kenne den Weg. Na, da sind wir wieder auf uns allein gestellt. Wenn wir jetzt nicht die Medizin brauchen würden, würde ich mich jetzt einfach verpissen. Tschüss. Nein, wir brauchen die natürlich.
Oben stand irgendwo, da, guck mal hier. Die Gesichter der Zweifler haben keine Augen und keine Ohren, aber ihre Flüstern zum Ruhen nicht. Wir schlagen ihnen die Hände ab, wir schlagen ihnen die Füße ab, wir nähen ihnen die Lippen zusammen. Wir sperren sie ein in die Dunkelheit ihres Irrtums. Ja, der Prophet ist schon eine Nummer für sich. Da können wir bestimmt jetzt nicht rein. Besser nicht. Da drin haben sich jetzt die Mutanten versammelt. Ja, was sollen wir denn hier draußen machen? Däumchen drehen? Erstmal gehe ich hoch. Ja, da liegt er. Der arme Dallen. Und hier liegt noch ein toter Schatten. Haben sich gegenseitig wahrscheinlich umgebracht. Oh, das war auch ein Verräter. Wer weiß, und einer von den Rebellen. Wir suchen den mal. Tot, verdammt. Aber, hier ist was. Ja, schön die Leichen fleddern. Genauso dich. Die Robe braucht er nicht mehr. Oh, haben wir eine Robe? Ja, jetzt können wir auch rein. Wir können uns tarnen und der hat einen Handheld. Ja, eine Art Gameboy. Hab sowas noch nie gesehen. Das Display ist gesprungen. An zwei Stellen kann man was reinstecken. An zwei Stellen? So, wir stecken einmal den Datenstick rein. Klappt nicht. Okay, aber etwas anderes stecken wir noch rein, nämlich... Nein, klappt auch nicht. Ja, bei dem Spiel muss man halt ein wenig schweinig werden. Gut, das hebt sich auch noch ein bisschen ab. Ein Sender. Mal sehen, was Dallens da zusammengebastelt hat. Ja, mal schauen. Eine Antenne. Einsatzbereit. Einsatzbereit, genau. Setzen wir hier drauf. Das lässt sich zusammenstecken. Als hätte ich's gewusst. Jetzt können wir den Datenstick da rein. Eigentlich müsste das gehen. Vielleicht reicht das Signal nicht weit genug. Ja, warum wohl? Weil wir erst hier zum Platz müssen. Und hier... Ja, folgende Personen werden gesucht. Ach, den Dallens kennen wir ja. Wer ist denn der Techniker? Wer ist denn 36? Ah nee, ach so, das ist der. Der war erst 36? Sah älter aus. Und Alison Stern ist 19. Junges Ding, sag ich mal. Du hast hier was Junges geangelt. Sehr schön. Besser nicht. Da drin haben sich jetzt die Mutanten versammelt. Ach ja, sorry. So. Erstaunlich bequem. Ja, gut. Wollen wir aber nicht für ewig anbehalten. Sehen wir doch ein wenig seltsam aus. Naja, wer gesucht wird, kennen wir schon. Kein Licht war am ersten Tag der Schöpfung. Schatten war alles. Wir hören uns den mal kurz an. Licht muss alles werden. Licht ist reine Information. Information ohne Inhalt. Der Morgen bricht an. Ewig. Ewig. Aller Beginn ist Widerstand. Vor uns liegt das monumentale Imperium, errichtet auf den Trümmern der Menschheit. Sie ist ein Relikt, unterjocht vom Licht der Sonne. Dagegen sein ist die schlimmste Sünde des Geistes. Dafür sein ist Verrat. Nichts dürft ihr wollen. Nichts müsst ihr wissen. Nichts sollt ihr glauben. Nichts wollt ihr erfahren. Nichts sollt ihr werden. Nichts. Die Ewigkeit so Scheiß. Ist der einzelne Augenblick. Ich glaube, wir können hier eine halbe Stunde stehen. Der Makrokosmos im kleinsten Teil. Und langweilen uns nur zu Tode. Den sollten wir wirklich langsam ins Handwerk legen. Wo kein Werden ist kein Vergehen. Wo kein Zwang ist kein Fehltritt. Was siehst du mich so an? Entschuldigung. Wir sind hier ein wenig fremd ist. Und müssen wieder zum Platz. Nee, komm, gehen wir wieder rein. Kein Licht war am ersten Tag der Schöpfung. Alles klar. Schatten, da labert er. Spricht zu seinen Jüngern. Zum Kotzen. Ja, das finde ich auch. Licht hier ist noch eine Wache. Wir müssen das Ding bestimmt Information. Hier reinlegen Information oder irgendwie damit abspielen. Inhalt. Dass es dann hier vorne auf der Leinwand an. Projiziert wird. Ewig. Das heißt, die Wache aller muss weg. Ist aus Schatten zum Licht. Was ist los? Ja, was ist überhaupt los? Muss weg? Nein. Wachablösung. Ja, in unserer Kluft. Alles klar. Jemand hat dich gerufen. Wer sollte das sein? Ich habe nichts gehört.
Der Prophet, dein Vater. Dein Vater, ich bin dein Vater. Dein Vater. Hör sofort auf, mich zu verscheißern, wenn dir dein Leben lieb ist. Und jetzt solltest du dich lieber hinsetzen. Die Vorstellung geht gleich los. Ja, der Nichts Vater. Nichts wollt ihr erfahren. Aus Schatten zum Licht. Was ist los? Wachablösung? Nee. Hier? Was ist da draußen los? Was soll da schon los sein? Ein Aufstand, jemand wurde überfallen, der Prophet hält draußen eine... Ja, guck mal, der Prophet hält draußen eine Predigt. Alles klar, wenn der hier drinnen redet, ist der denn irre? Jemand wurde überfallen, ein Aufstand? Ein Aufstand? Wohl kaum, ich kann nichts Ungewöhnliches hören. Und jetzt solltest du dich lieber hinsetzen, die Vorstellung geht gleich los. Ja, wir brauchen die richtige Antwort. Aus Schatten zum Licht. Was ist los? Jemand hat dich gerufen? Hier? Ich bin deine Wachablösung. Thompson? Ja, ich bin Thompson. Ja. Tatsächlich? Ich kenne keinen Thompson. Oh, er hat uns verarscht. Und jetzt solltest du dich lieber hinsetzen. Die Vorstellung geht gleich los. Ja, ist in Ordnung. Ich habe aber keinen Bock, mich da hinzusetzen und dem dummen Gelaber zu lauschen. Aus Schatten zum Licht. Was ist los? Aus Licht zum Licht. Was ist draußen los? Jemand hat dich gerufen. Hier. Was ist da draußen los? Was soll da schon los sein? Da gab es doch mehrere Antworten. Jemand wurde überfallen. Jemand wurde überfallen. Wer? Und warum hat die Wache draußen nichts unternommen? Es ist Kettiger Dallens. Nee, der ist tot. Hier, wir werden doch gesucht. Ich nehme uns mal. Es ist der Eindringling. Er hat die Wache draußen erledigt. Der Eindringling? Der entwischt mir nicht. Und tschüss. Super, haben wir es geschafft. Sein. Ist die schlimmste Sünde des Geistes. So, jetzt können Dafür wir das eigentlich hier reinbauen. Nichts dürft ihr wollen. Jetzt bin ich am Überlegen, soll ich das wissen. Jetzt die Folge noch machen nichts oder erst in der nächsten? Sollt ihr glauben. Ich glaube, ich verschiebe das auf die nächste Episode und mache hier mal Schluss. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, ich verkürze es aber mal. Aus einem gewissen Grund. Ist der einzelne Augenblick. Der ich müsste mal kurz austreten. Jetzt ohne Scheiß. Deswegen sage ich erstmal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Episode von The Fallen Newton City. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch was und auf Wiedersehen. Ist keine Vergebung, wo keine Bewegung ist. Wir lauschen hier noch eine Weile. Ich gehe mal so lange aufs Klo. Tschüss. Ewig. Ich führe euch aus dem Tal des Wissens. Ich nehme euch die Last des Geistes. Ich schenke euch ewiges Leben. Ich leite euch aus Schatten zum Licht. Kein Licht war am ersten Tag der Schöpfung. Schatten war alles. Licht muss alles werden. Licht ist reine Information. Information ohne Inhalt. Der Morgen bricht an. Ewig. Ewig. Aller Beginn ist Widerstand. Vor uns liegt das monumentale Imperium, errichtet auf den Trümmern der Menschheit.